Ja, hallo, da waren Freunde. Ja, seit langer Zeit mal wieder ein Video von mir. Ich weiß nicht genau, wie ich das Video nenne, aber ich denke mal, ihr werdet ja eine Beschreibung erfahren. Denn, naja, meine Zeit ist im Moment ein bisschen knapp. Ich bin halt privat und beruflich sehr ja, eingespannt. Und trotzdem kriege ich immer noch Messer. Das ist ja, denke ich mal, normal. Und was mich schon letztes Jahr erreicht hat, was mich ja absolut geflasht hat, ist dieses Modell hier. Viele werden es schon kennen, das PMP Revenge. Ein toller Titan Frame Lock Flipper. Das Ding, das läuft, ups, mir war die Hand im Weg, so smooth, obwohl das wirklich ein brachiales Teil ist von den Abmessungen her. Ich sag mal, wenn man hier schon mal sieht, ich habe jetzt nicht genau das Gewicht im Kopf, aber wenn man hier sieht, eine ja, 10,5 cm lange Klinge an der längsten Ecke bei 9,5 cm effektiver Schneide, ist das ein ganz schöner Brocken, der aber wirklich gut in der Hand liegt und wo man wunderbar mitarbeiten kann. Das habe ich wirklich gerne bei mir. Ich muss aber dazu sagen, mehr im privaten Bereich, beruflich. Wäre das nicht so prickelnd, weil ich halt viel in Behörden arbeite. Unter anderem auch Waffenbehörde. Das wäre dann, glaube ich, nicht so prickelnd. Aber das Ding macht echt einfach nur Spaß. Liegt gut in der Hand, hat nur einen ganz großen Nachteil. Dazu komme ich aber gleich nochmal, weil ich habe noch ein anderes PMP. Das habe ich mir gekauft. Und ja, dieses PMP hier, das Berserker. Das ist im Endeffekt durch eine Art Tauschhandel ja, zu mir gekommen. Black Stonewashed. Und S35 VN-Stahl, der ist hier gemarkt. Eine ja, doch brachiale Tanto-Klinge. An der Spitze mit einem Flachschliff, hier mit einem Hohlschliff. Die Handlage ist für meine Hand okay, es geht gerade noch so, aber es gibt wirklich, da wäre mir das auf Dauer lieber. Das ist mehr so, ich muss ehrlich sagen, ein Spielzeugmesser für die Couch zum Rumspielen. Aber obwohl es echt gut schneidet, ist es also für den täglichen Gebrauch meiner Meinung nach nichts. Ja, das ist schade, weil es ist wirklich ein schönes Ding, aber meiner Meinung nach nicht so praxistauglich. Dieses Messer hier hat genau den gleichen Nachteil wie das, nämlich der Clip. PMP bauen geile Messer, aber was sie nicht können, sind Clips. Das kann man vergessen. Sehen schön aus, Funktion fast gleich null. Hier, der ist zwar relativ dünn hier ausgeführt, aber der ist so stramm. Also sich das in die Hose einzufädeln, es geht, aber mal rausholen muss man Angst haben, dass man sich die Hose aufreißt. Und das ist bei dem hier, obwohl hier so viel Platz ist, genauso so viel Spannung hinter. Und man hört es hier, ein bisschen Luft ist auch ist hier hinter, geht gar nicht. Also da bin ich schon echt am Überlegen, ob ich mir den Clip nicht abbaue, das Loch irgendwie verschließe und es einfach nur so in der Tasche trage oder in einem Holster, was mir der André gemacht hat, eigentlich fürs Paramilitary 2. Aber da würde das hier besser reinpassen. Und obwohl die Messer so ziemlich auch die gleichen Abmessungen haben, bis auf ein paar Millimeter streiten wir uns da nicht, würde ich das Revenge immer vorziehen. Das ist ein Spielzeugmesser, aber nicht für den täglichen Gebrauch. Täglicher Gebrauch, da sind wir beim Stichwort. Denn ich habe ja gesagt, beruflich muss ich ein bisschen aufpassen, was ich in der Tasche habe. Und da ist jetzt bei mir so eine neue Leidenschaft entflammt, nämlich die für Slip Joints. Denn diesen Paragraph 42a konform, man kann sie gefahrlos dabei haben, ohne dass irgendwas passiert. Und
Dann kam das hier. Auch mal wieder eins der Fraktion schön groß. Hier mit einem Clip, der was taugt. Ein bisschen Spider-Go-mäßig, aber nichtsdestotrotz sehr funktionell und sehr gut. Was mir daran nicht so gut gefällt, da kommen wir gleich zu. So, dieses Messer ist ja schon allseits bekannt. Das Rudi van Poppel, das, wie heißt es nochmal, Magna? Ach, ich weiß es gar nicht mehr, wie es heißt, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das ist schon ein tolles Teil. Wirklich so eine Harpoon-Style Wharncliffe-Klinge, N690 Stahl. Hat wirklich eine gute Handlage. Man kann hier ein bisschen im Vorgriff gehen, um feine Arbeiten zu machen. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen stört, bin ich ganz ehrlich, nicht, dass das G10 nicht so Code-Steel-mäßig so griffig ist, so rau. Es ist eher wie der Clip. Wenn ich hiermit lange arbeite, ist mir aufgefallen, dann drückt mir der Clip doch ziemlich unangenehm in die Hand. Und ich weiß nicht, ob es an der Position des Clips liegt. Ich weiß es nicht, aber das fällt mir persönlich relativ unangenehm auf. Und zwar drückt mir das hier so in dem Bereich hier ziemlich auf die Finger und das ist da ja unangenehm, muss man wirklich sagen. Ansonsten ein wirklich hervorragendes EDC-Messer, mit dem man auch mal Härteaufgaben machen kann. Ich glaube, der Arthur Brehm war es. Der hat ja mit dem auch mal betont. Hat ja diesen Grand Forcé-Verschluss, also große Kraft. Also da muss man schon wirklich Kraft aufbringen, um diesen Slipjoint hier zu schließen. Kein Halbstopp. Ups. Egal, Gebrauchtmesser. Ja, schönes Ding. Abgefahrenes Design ist mein erstes Messer, was ich vom Rudi van Poppel da habe, mit diesem Zungenbrechernamen. Aber wie gesagt, das ist Messer, ist wirklich für Leute, die ein großes Messer gerne dabei haben wollen, mit einem ordentlichen Verschluss, der 42R-konform ist. Und ja, ein Messer haben wollen, was man ja fast überall dabei haben darf. So. Dann kam schon letztes Jahr vor Weihnachten zu mir etwas Kleineres, Edles. Ich hatte es auch schon mal bei Facebook gepostet. Viele werden es ja schon kennen. Das Zero Tolerance 0230. Ich war ja damals schon von dem Original von Jens Anzo geflasht, das Monte Carlo. Aber da habe ich mir gedacht, nee, das ist ein Messer, das ist sowas von außerhalb einer Preisklasse. Und dann baut Zero Tolerance dieses Modell hier. Und ich habe es gesehen. Ich wollte es mir kaufen. Es war überall vergriffen. Ich habe es dann mit viel Glück noch gefunden. Und auch noch zu einem akzeptablen Preis. Unter 190 € waren das damals. Was absolut genial gewesen ist. Und dieses Messer habe ich sehr, sehr gerne dabei. Nicht zu groß, nicht zu klein. Für so alltägliche Aufgaben wirklich hervorragend. Auch 42A-konform. Und das ist ja jetzt in dem Sinne kein Slip-Joint, sondern es ist ja eine Art, ja, soll ich es erklären, Liner-Lock, der mit Detent-Kugeln läuft. Und das ist wirklich schön mit Halbstopp und rastet sauber ein. Und ist komischerweise schwerer auf als zu. Und egal, was andere Leute sagen, ich kriege es im Normalfall immer einhändig geöffnet. Nur ich war eben duschen, deswegen ist meine Haut jetzt vielleicht noch ein bisschen rutschig. Aber ich sag mal, allein schon dieses Carbon Fiber, das macht echt schon einen schönen Eindruck, das schimmert schön. Also da hat Zero Tolerance echt einen ja, Home Run gelandet. Und vom Stahl her haben wir ja hier den CBM 20 CV. Unheimlich zähes Zeug, das kenne ich ja schon von meinem Rekindra Slippy. Lässt sich, entschuldige, dass ich so sage, beschissen schleifen. Ich habe es auch noch nicht hingekriegt. Das wird bald mal weggehen zum Schleifen. Habe da schon Kontakt aufgenommen, weil ich kriege es irgendwie nicht hin. Und dann lasse ich das mal lieber einen Profi machen. Einmal richtig ordentliche Schneidphase drüber gebügelt. Und bei der Altona Silberwerkstatt hat man bei dem Messer sogar, wenn man es da gekauft hat, sogar noch einen Gutschein bekommen für den ersten Anschliff.
So, dann ist dann dieses Jahr nach langer Wartezeit ein Messer zu mir gekommen, das hat mich auch sofort ja, geflasht, als ich es gesehen habe. Ich habe es gesehen, ich wollte es haben. Da war es heute das haben wollen Gefühl da. Nämlich hier das Lion Steel Thrill. Ich habe es gesehen, wie es dann halt oft so ist. Man konnte es nirgendwo kaufen. Überall wurde darauf gewartet. Wenn welche da waren, waren sie genauso schnell weg, wie sie geliefert waren. Oder schneller weg, als sie geliefert waren. Und ja, dann habe ich das damals beim Basti gekauft, also hier bei der Expedition Company. Habe, glaube ich, 3 Wochen darauf gewartet. Aber ich sag mal, das Warten hat sich echt gelohnt, denn dieses Messer hat einige Sachen, die mir wirklich gefallen. Und einige Sachen aber auch wiederum nicht so. Fangen wir an mit den Sachen, die mir gefallen. Es ist ja ein Vollintegral Slip Joint, also aus einem Stück hier der Griff. Moletta Design, der hat ja auch das, ja, das komme ich nicht drauf. Ja, anderes Modell hat noch gemacht. Und der hat ja dieses Prinzip auch schon bei dem, glaube Rough oder so hieß das, gemacht. Und zwar hat ja dieses Messer einen Taschenclip. Der ist aber versenkt. Da muss man hier seitlich auf den Knopf drauf drücken. Und dann kann man sich das hier entsprechend in die Hose, an der Hose befestigen, in der Jacke oder sonst irgendwas. Braucht man hier nicht, ist er versenkt. Und dadurch bedingt hat das Messer eine unheimlich gute Handlage. Was da auch schön ist, ich sag mal, die öffnen, da ist also ziemlich ein Druck hinter beim ersten. Beim zweiten geht schon leichter. Und dann kommt halt diese doch sehr universal gehaltene Klinge. Handlage super. Der Andi hat da schon ein schönes Video gemacht, also der Andi 78. Es ist leicht, es ist stabil, man kann da richtig schön mit arbeiten. Die Slipjoint-Feder ist nicht allzu hart. Und ich sag mal, so für leichte bis mittlere Aufgaben ist es geeignet. Was mir nicht so gut gefällt, ist halt hier diese ja, Schleifkerbe, die doch meines Erachtens ein bisschen ja, zu groß ausgefallen ist. Ansonsten, der Alugriff ist toll, natürlich auch leicht. Preislich ist es auch in Ordnung. Preislich ist es natürlich günstiger als ein von den beiden hier. Aber trotzdem ist es ein hervorragendes Messer. 42A-konform. Eine kleine Klauskante. Und was mir jetzt mal aufgefallen ist, hier, man sieht es vielleicht, ich wollte es mal aus der Tasche rausholen, da bin ich hier so leicht hängen geblieben. Die Spitze guckt hier sehr weit über, das heißt, man kann hier sehr leicht hängen bleiben. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Die Klinge kommt aber auch nicht weiter rein, weil ja hier dieser Anschlagpin ist. Ich weiß nicht, ob das allgemein ein Problem ist oder ob das schon anderen Leuten aufgefallen ist, aber wie man hier sieht, die Klingenspitze ist doch hier doch relativ frei liegend, sag ich mal so. Und da kann man, wenn man von hier oben kommt, doch relativ leicht hier hängen bleiben. Und man sieht's. Also da kann man sich schon ganz schön verletzen. Aber ansonsten auch nur schöne Materialien. M93. Hier noch ein Anschlagplättchen aus Metall. Super Gebrauchsmesser. Habe ich auch ab und zu dabei. Im Moment nicht so oft. Weil im Moment tendiere ich dann auch auf Arbeit zu einem Einhandmesser. Aber wieder 42A-konform. Das hier habe ich mittlerweile lieben gern dabei. Das kennt ja jeder, das Baleco UKPK. Ein schönes Messer. Leicht, 48 Gramm. Universelle Klinge, 42A-konform. Macht unheimlich Spaß. Und das ist ja hier dieses, ich nenne es mal, Basismodell. Und das hat ja hier diesen, wie heißt nochmal, CTS BD1 N-Stahl. Mit dem war ich immer super zufrieden. Das Ding ist rasiermesserscharf. Ich habe es bisher nur ab und zu mal, nachgezogen über einen Keramikstab und dann war es das. Und da habe ich jetzt ein Angebot bekommen, mir das gleiche nochmal zu kaufen. Allerdings halt hier in der S110V-Version.
unterscheiden sie eigentlich nur im Stahl und halt in der Grifffarbe. Ansonsten sind die beiden absolut identisch. Aber ist natürlich auch so ein schönes bisschen Sammlung. Weil, wie gesagt, diese 42A-konformen Klapper, die haben es mir im Moment wirklich so ein bisschen angetan. Und da passt das hier gerade genau in meinem Beuteschema. Und das habe ich jetzt gestern auch bekommen. Also zu dem Stahl kann ich noch nichts sagen, noch gar nichts, da enthalte ich mich mal. Das muss ich jetzt Langzeiterfahrung sagen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, für die meisten Leute reicht dieses Basismodell aus. BD1N Stahl. Ich sag mal, ich glaube, das war ein etwas aufgeblasener 440C war es, glaube ich. Und für die alltäglichen Aufgaben, Nahrungsmittelzubereitung, Pakete öffnen und was man da nicht so alles macht am Tag, reicht das hier dicke aus. Super Handlage, wie gesagt, 42A-konform. Tolles, tolles Teil. So, das war es denn eigentlich schon mal wieder. Denn die Messer, die ich hier habe, die haben ja auch schon einige andere Leute vorgestellt. Zu diesem Messer hier zum Beispiel der Dennis Hauser ein schönes Video gemacht oder auch der Stefan 123321. Könnt ihr ja mal nachschauen, mal denen in den Playlists. Und ja, wie gesagt, meine Favoriten im Moment, was halt den nicht 42A-konformen Bereich angeht, ist es wirklich hier das Revenge. Und momentan hat hier das Spyderco UKPK, egal in welcher Version. Das sind halt so im Moment meine absoluten Messer, die ich tagtäglich nutze. Beziehungsweise tagtäglich, also beruflich und Freizeit. Da muss ich ja immer wieder unterscheiden. Was ich immer noch mit dabei habe, ist halt hier wegen Multifunktionalität halt immer noch mal so ein hier Victorinox. Das wechselt aber bei mir andauernd. Außer auf der Arbeit, da ist immer mein Cyber-Tool, das kleinere. Und dann ist das gut. So, ich wollte mich nochmal bedanken bei euch. Ich habe mittlerweile 204 Abonnenten. Und deswegen möchte ich mal ein kleines Giveaway starten. Ich weiß nur noch nicht ganz, was ich da raushauen werde. Ich habe hier so ein paar Sachen. Also ich möchte es wahrscheinlich nur so machen, ich werde ein Paket zusammenstellen. Und ich werde aber nicht sagen, was da drin ist. Denn ich finde, es ist ein Giveaway. Also ich gebe etwas umsonst weg, weil ich mich bei der Community, die mich hier mit 204 Abonnenten unterstützt, dann doch mal bedanken möchte. Und ich finde, dann sollte das, was ich verschenke, doch auch eine Überraschung sein. Und ich denke mir mal, das wird eigentlich ganz lustig werden, denn viele machen ja bei Giveaways mit, nur weil es da bestimmte Sachen gibt. Und ja, mein Ziel ist es halt einfach, ja, jemanden zu überraschen. Er soll nicht wissen, was er bekommt. Er soll einfach nur, ja, mitmachen. Was ich da mache, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir jetzt die nächsten Tage und dann wird da nochmal ein Ankündigungsvideo zu kommen. Ich denke mal, ja, am Montag oder Dienstagabend kommende Woche, weil die Wochenenden sind bei mir ziemlich voll im Moment. Ich bin Eishockey-Fan. Im Moment ist es halt in der heißen Phase vor den Playoffs und ja, da ist halt freitags und samstags halt, ja, die Zeit fürs Eishockey reserviert. So, ihr könnt ja mit mir mal in die Kommentare hacken, was ihr so von den Messern haltet, was ihr von dieser Grundidee des Giveaways haltet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haltet die Klinge schön scharf und ja, macht's gut.